Klaus Warmann aus Osnabrück ist Spezialist für Trockenbau. Und das ist seine Erfindung mit einem wunderschönen Namen. Nämlich der Silberfuß. Silberfuß klingt nach Silberbüchse, Silbersee, nach Karl May. Aber was kann der Silberfuß? Der Silberfuß schneidet diese Art von Profilen, wie sie auf dem Bau verwandt werden, um mit Gipskartonplatten Wände zu erstellen. Und wie hat man das bisher gemacht? Mit dieser Art von Blechschere, was aber relativ aufwendig ist. Und wie man sie hier sieht. Eine ganz schöne Quälerei, ne? Ist wirklich eine Quälerei. Deshalb habe ich mir diese Erfindung überlegt. Wie Sie sehen, ist das relativ einfach zugeschnitten. Puh, das ging aber schnell. Ich denke, das können Sie auch. Möchte ich probieren? Ich habe ja jetzt ein bisschen aufgepasst. Sie haben das also hier so angesetzt. So ein bisschen die Kraft, ne? Ja, ich habe nicht so viel wie Sie. Körpergewicht runter. Pah, habe ich sogar auch geschafft. Ja, einfach klarer Schnitt und durch, rein mechanisch. Was sagen denn die Trockenbauer, wenn sie mit dem Silberfuß anrücken? Die sind total begeistert. Das ist ja auch überzeugend, so wie sie hier abschneiden.